So Leute, wir sind am Parkplatz angekommen und fangen auch direkt an. Wenn ihr euch aufs Bike draufsetzt, habt ihr eine rechte Seite, eine linke Seite. Die rechte Seite ist immer die Bremsseite, beziehungsweise auf jedem Motorrad, das nicht speziell umgebaut wurde für irgendjemand anderen, der durch eine Behinderung oder sowas, ist ja auch scheißegal. Ihr werdet auf jeden Fall bei 99% aller Motorräder rechts die Bremsseite haben. Und zwar habt ihr dann einmal hier die Handbremse und hier unten, genau das Ding hier, ich hoffe, man kann es sehen, die Fußbremse. Das heißt, alles, was ihr mit rechts macht, ist immer das Bremsen. Und alles, was ihr mit links macht, ist das Kuppeln bzw. Schalten. Da habt ihr einmal hier vorne den Kupplungshebel. Also ihr habt links den Kupplungshebel und hier unten das gute Ding, das ist der Schalthebel. Ja, also das erstmal dazu. Ihr habt eine rechte und eine linke Seite. Also, um das Schalten jetzt zu verdeutlichen. Ihr habt ja hier den Kupplungshebel, den müsst ihr natürlich immer ziehen, bevor ihr einen Gang einlegen wollt. Damit der Motor quasi vom Getriebe getrennt ist und ihr den Gang einlegen könnt. Sonst wäre das Ganze halt starr verbunden und ihr könntet hier jetzt nichts drin ändern. Weil ihr die Übersetzung ändern wollt, müsst ihr eben die Kupplung ziehen, um nochmal das Getriebe vom Motor zu trennen. Das ist jetzt aber alles nur Theorie, das hat mit dem Fahren überhaupt nichts zu tun. Was jetzt für euch wichtig ist, ist, dass ihr beim Motorradfahren immer einmal runterschaltet. Also wenn das Motorrad im neutralen Gang ist, schaltet ihr einmal runter, dann seid ihr im ersten. Wenn ihr jetzt ein ganz kleines Stück hochschaltet, seid ihr wieder im neutralen. Wenn ihr aber ganz hochschaltet, dann seid ihr im zweiten. Wenn ihr im zweiten wieder hochschaltet, seid ihr im dritten und so weiter. Also es geht immer einmal runter aus neutral und fünfmal hoch. Das bedeutet, wenn ihr im dritten Gang seid, könnt ihr zweimal runter oder zweimal hoch. Aber das ist auch gar nicht so das Hexenwerk. Ich habe auch immer gedacht, oh, das ist bestimmt total schwierig, sich das irgendwie zu merken, in welchem Gang ich denn gerade bin. Das merkt ihr aber anhand der Drehzahl. Und hochziehen ist quasi hochschalten, runterdrücken ist runterschalten. Und das macht alles insofern auch Sinn, solange ihr nicht im neutralen Gang seid, weil da wäre runter eben in den ersten Gang rein. So, wenn wir das alles geklärt haben, können wir das Motorrad eigentlich auch schon anmachen. Und wie ihr seht, hier an dieser kleinen Lampe, bin ich jetzt gerade im neutralen Gang. Jetzt mache ich das Motorrad mal an und ihr müsst euch nicht erschrecken, diese Dinger sind relativ laut, wenn man es nicht gewohnt ist. Und die erste Übung, die man so machen kann, wenn man noch nie auf dem Motorrad gesessen hat, ist einfach mal das Gas in die Hand zu nehmen, also in der rechten Hand, und ganz langsam dran zu drehen und zu versuchen, das Motorrad bei 3000 Umdrehungen einfach zu halten, um so ein Gefühl für das Gas zu bekommen. Ich mache das jetzt mal und ihr werdet merken, dass ihr da ganz, ganz leicht nur am Gas ziehen müsst. Das erste, was mir mal passiert ist, als ich das erste Mal auf dem Motorrad gesessen bin, ist das hier. Und obwohl ich bis 3000 drehen wollte. Also nur ganz leicht drehen wir jetzt bis 3000 und versuchen das Ganze mal zu halten. Das ist so die erste Übung, die ihr auf jeden Fall machen könnt. Wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr schon so ein bisschen das Gefühl dafür, wie stark ihr denn am Gas ziehen müsst oder dürft. Weil mehr als diese 3000 braucht ihr zum Anfahren nicht unbedingt. So, was ihr dann jetzt zum Anfahren macht, ist ganz einfach. Ihr nehmt die Kupplung und den Fuß hier unten runter. Dann klackt das einmal ganz laut und ihr seid im ersten Gang. Die nächste Übung, die man jetzt macht, ist Anfahren ohne Gas. Das heißt, ihr lasst einfach die Kupplung kommen und fahrt ganz langsam an. Ja, also ihr merkt, ihr lasst die Kupplung bis zum Schleifpunkt kommen, dann merkt ihr, dass das Motorrad langsam los will und dann zieht ihr die Kupplung wieder. Ich mache das Ganze jetzt mal so, ihr seht, das Motorrad rollt und ich ziehe wieder. Und ihr gebt kein Gas dabei. Ihr wollt nur dieses Gefühl für die Kupplung bekommen. Und dann könnt ihr die Kupplung auch mal ganz kommen lassen und dann seht ihr, das Motorrad rollt
Es war ein bisschen ruckelig, meins jetzt, aber es funktioniert. Also Hand von der Kupplung weg und ihr seht, das Motorrad rollt. Ich gebe kein Gas, also hier, so, zum Anhalten, Kupplung ziehen und gleich mit der Vorderbremse. Eigentlich besser mit der Fußbremse, ich habe jetzt gerade nur meine Füße nicht auf den Rasten gehabt, von daher habe ich jetzt die Vorderbremse genommen. So, das nächste, was ihr macht, ist natürlich dann Anfahren mit Gas. Das heißt, ihr macht die Übung quasi nochmal exakt gleich, gebt jetzt aber ein bisschen Gas dabei. Wir sind immer noch im ersten Gang, also kein Stress. Genau, ihr merkt, die Kupplung zieht so ein bisschen, das Motorrad will losrollen und dann gebt ihr ganz leicht nur Gas. So. Und wir fahren. Also nochmal, hier ist jetzt gerade ein bisschen bergauf. Ihr lasst die Kupplung schleifen, ihr merkt, oh, der Motor wird irgendwie leiser, weil er Kraft abgibt. Hört ihr das? Ja, hört ihr bestimmt. Und an dem Punkt gebt ihr dann ganz leicht nur Gas. Und dann rollt ihr schon und dann könnt ihr halt auch in dem Gang, aber ihr bedürft auf jeden Fall nicht ruckartig am Gas ziehen, so ein bisschen über den Parkplatz heizen. Wenn ihr jetzt in den zweiten Gang schalten wollt, macht ihr einfach nur quasi immer das gleiche, wenn ihr hochschalten wollt oder runterschalten wollt. Ihr zieht den Kupplungshebel und zieht mit eurem Fuß nach oben. Also mit den Zehenspitzen zieht ihr jetzt nach oben und zack, seid im zweiten Gang. Schalt jetzt mal runter, versucht das Ganze hier irgendwie so aufzunehmen. Also ziehen und hoch. Ich glaube, man hat es nicht gesehen, aber ist auch egal. Ja, das war es eigentlich so zum Anfahren, denke ich. Ich glaube, das Video ist auch lang genug geworden. Aber das sind auf jeden Fall so die Übungen, die man machen kann, die man nicht machen muss, aber die man machen kann, um so das erste Gefühl fürs Motorrad zu bekommen. Und denkt dran, immer ganz langsam arbeiten. Also am Anfang niemals zu schnell. Auch bitte niemals zu schnell in die Vorderbremse greifen. Wenn ihr kein Motorrad mit ABS habt oder generell, ich weiß es gar nicht, wie es auf Motorrädern mit ABS ist, wenn man zu stark reingreift, dann könnt ihr euch auch ganz schnell aufs Maul legen, weil das Vorderrad entweder blockiert und dadurch dann quasi wegrutscht oder weil die Gabel so stark eintaucht. Also bei meinem alten Motorrad war es so, dass die Gabel, wenn ihr, also weil die relativ weich war, wenn ihr drückt, ja, dann taucht das Motorrad vorne eben ein. Seht ihr das? Und wenn euch das beim Rollen passiert, dann verliert ihr ganz schnell auch die Kontrolle über das Motorrad oder fangt an, irgendwie ruckelige Bewegungen zu machen. Und das wollen wir auf keinen Fall. Also immer ganz locker, jetzt wieder Gang rein, losfahren. Also in der Fahrschule müsst ihr jetzt noch diesen Schulterblick machen. Und dann losfahren, bremsen, Kupplung ziehen, bremsen, Fuß absetzen. Das ist jetzt auch so eine typische Fahrschulübung. Dann könnt ihr den Gang wieder in Neutral packen, Kupplung loslassen, Kupplung ziehen, Gang rein, Schulterblick und dann wieder Gas geben und losfahren. So! Ja, das ist auf jeden Fall so das 1x1 des Motorradfahrens. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten, für beide Videos, ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist das jetzt ein Ende für zwei Videos. Wahrscheinlich war das Intro gerade auch ein Intro für zwei Videos. Ich weiß noch nicht, weil die Videos wahrscheinlich relativ lang werden. Werde ich zwei draus machen, aber genug gelabert. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, das Video konnte euch ein bisschen helfen. Ihr habt so ein bisschen das Gefühl dafür bekommen, wie Motorradfahren funktioniert. In diesem Sinne, Leute, ride safe, habt Spaß. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne einen Kommentar da, lasst gerne ein Abo da. Und so weiter und so fort. Peace out. Ciao.